Manchmal beginnt ein großes Abenteuer mitten im kleinen Sachsen. Geboren im malerischen Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, ist für Thorsten und mich die Sächsische Schweiz nach wie vor der größte Abenteuerspielplatz Deutschlands. Trotzdem lockte uns nach der Wende die Sehnsucht nach den richtig großen Bergen erstmal ans andere Ende der Welt. Schon bald löste das undurchdringliche Grün der Urwaldberge jedoch die größere Faszination aus. Schließlich wollten wir selbst Berge versetzen und gründeten den Verein Regenzeit e.V. Seitdem leben und arbeiten wir ehrenamtlich jedes Jahr 3 bis 4 Monate im Regenwald Boliviens am Abenteuer-Hilfsprojekt. Die ersten Spendengelder gingen an Projektgruppen, die Verdienstalternativen zum Raubbau an der Natur gefunden hatten. Und in den Jahren darauf entstanden nur 12 Kilometer von Rorinabarke entfernt auf einem der letzten Flecken mit Primärurwald ein Wiederauswilderungszentrum. Die Estación Biológica Yaguareta hat 3 Aufgaben gesetzt. Die erste ist die Wiederauswilderung bzw. die Rehabilitation von in Gefangenschaft geratenen Wildtieren. Der größte Moment in der Geschichte der Station war definitiv für alle die Ankunft der beiden Jaguar-Mädels Shasha und Peluccina. Das war nochmal ein ganz anderes Kaliber in Sachen Sicherheitsvorkehrungen und Fütterung. Und wie bringt man einem Jaguar mitten im Regenwald das Jagen bei? Thorsten hat extra ein Praktikum im Zoo Halle gemacht, um wenigstens etwas Einblick in die Materie zu bekommen. Zum Glück können wir auf ein umfangreiches Netzwerk zurückgreifen. Es ist ja natürlich ein hohes Ziel oder ein großer Wunsch, dass diese Station irgendwann mal nicht mehr benötigt wird. Aber wir sind ja hier am Anfang, also ganz, ganz am Anfang. Und was ich mir jetzt hier persönlich wünsche, dass wir noch weitermachen können, dass wir immer auch genug, man muss es mal so sagen, finanzielle Mittel haben, um die Infrastruktur hier fertigzustellen und möglichst noch vielen Tieren hier helfen zu können, wieder in Freiheit zu kommen. Der Kikibé-Fluss fließt durch das Biosphärenreservat Pilon Lajas. Das Land gehört den Simane und Mozetene. Die kleinen Weiler sind fast ausschließlich über den Fluss erreichbar. Mit einem Boot wie unserem nur zur Regenzeit. Seit 2007 organisiert unser Verein gemeinsam mit bolivianischen Ärzten 3 bis 4 medizinische Versorgungsfahrten im Jahr. Begonnen hat alles 2005, während einer abenteuerlichen Schlauchboottour mit einem Packsack voller Medikamente und dem gewagten Versprechen, im nächsten Jahr mit Ärzten zurückzukommen.